Gründer in Deutschland nutzen die Chancen der Digitalisierung. Ein Beispiel: Vectoflow. Die Idee? Vectoflow produziert im 3D-Druck hochsensible Sonden, mit denen Autos, Flugzeuge und Drohnen schneller werden. Ein digitales Business, datengesteuerte Prozesse. Für viele eine Entwicklung mit Zweifeln und Fragen. Für die Gründer eine Chance. Ich wusste schon gleich, dass ich nie irgendwo anders so viel lernen werde, wie wenn ich meine eigene Firma gründe. Der Mittelstand, Maschinenbau, Autobau, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Aber wie lange noch? Dagegen wächst der Dienstleistungssektor. Hier sind Ideen und Innovationen gefragt. Wie wird die Drohne Handel und Logistik verändern? Unternehmen müssen Antworten finden, sich verändern, die Zukunft in die Hand nehmen. Und die Menschen, die arbeiten, sie werden immer älter. Sie leben 25 Jahre im Ruhestand. Der Generationenvertrag muss neu verhandelt werden. Die Altersvorsorge neu gedacht werden. Zukunftsfragen für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für jeden Einzelnen. Wertpapiersparen und Aktienfonds können eine Antwort sein, um Altersarmut zu vermeiden. Startups wie Vectoflow gestalten diese Zukunft, indem sie die Chancen der Digitalisierung nutzen. Wie können wir diese Dynamik aufnehmen, Wachstum für alle generieren und Sicherheit? Wie können wir diese Zukunft gestalten? Ja, hallo, liebes Publikum. Ich möchte gleich direkt mit einer Frage starten. Was planen Sie so für Ihr Alter? Das Haus am Meer endlich realisieren? Die Winter vielleicht auf den Kanaren verbringen? Vielleicht wollen Sie ja auch immer auf Kreuzfahrt sein, so oft es geht. Oder Sie kaufen doch die Wohnung in der großen Stadt, um näher bei den Kindern oder Enkelkindern zu sein. Das ist zumindest das, was viele heutige Rentner tun. Sie erfüllen sich ihre Träume und lassen sich eigentlich ziemlich gut gehen. Silver Surfers werden sie dann ja auch genannt im Marketing-Jargon, die jungen Alten, die aktiv sind und die vor allem sehr wohlhabend sind. Allerdings, so gut wie es vielen heutigen Rentnern geht, wird es uns, wenn wir dann mal so weit sind, wohl nicht gehen. Das ist ziemlich sicher, diese Sache, denn es ist ja immerhin ein Generationsvertrag, das heißt, die Jungen zahlen für die Alten. Es sind nur immer weniger Junge und es sind immer mehr Alte und die leben, wie wir gerade gehört haben, so im Schnitt 25 Jahre in ihrem Rentnerdasein. Viele Deutsche machen sich daher tatsächlich auch Sorgen um ihr Alter. Es gibt eine neue Umfrage von Ernst & Young, demnach fürchtet mehr als jeder Zweite sich vor Altersarmut in Deutschland. Ob nun zu Recht oder zu Unrecht, welche Folgen diese Zukunftsängste haben oder haben sollten und wie wir vorsorgen sollten hier in Deutschland, das wollen wir jetzt diskutieren. Ich darf Sie begrüßen hier im Themenforum 2 auf dem Sparkassentag 2019. Ich darf Sie begrüßen zur Diskussion Altersvorsorge und Altersarmut in Deutschland, übrigens gefördert von den Versicherungen der Sparkasse. Willkommen alle hier im Publikum, hier im Saal. Willkommen auch einmal gewunken zu denen, die uns am Livestream verfolgen unter dsgv.de. Und wir freuen uns, dass alle da sind und wir freuen uns auch, wenn Sie über uns reden und mit uns reden, in den sozialen Netzwerken. Nutzen Sie dafür bitte den Hashtag Sparkassentag und gemeinsam allem gewachsen. Ja, ich habe schon gesagt, das Haus am Meer, habe ich das schon gesagt, das wäre mein Traum. Und was es noch über mich zu wissen gibt, beruflich, da möchte ich Ihnen jetzt gerne noch eine kleine Information geben. Sandra Berndt ist mein Name, ich bin Moderatorin, Journalistin, war lange bei der Deutschen Welle, dem deutschen Auslandsfernsehen im Einsatz, habe da die Wirtschaftsnachrichten moderiert, das Wirtschaftsmagazin Made in Germany und bin jetzt seit der Geburt meiner Tochter beim MDR und moderiere da das Nachrichtenmagazin MDR Sachsen-Anhalt heute. Und jetzt freue ich mich, hier auf der Bühne sein zu dürfen mit meinem Podium, was ich Ihnen jetzt gerne näher vorstellen möchte. Ich freue mich sehr, dass Dr. Reinhold Tiede da ist. Er ist der Leiter des Geschäftsbereichs Forschung und Entwicklung beim Deutschen Rentenversicherung, bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. Der Diplom-Volkswirt war auch schon mehrmals Mitglied im Beraterkreis, der den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesrepublik erstellt. Gerne einen Applaus für Dr. Tiede. Applaus
Außerdem freue ich mich, dass ein Mann mit in unserer Rente, in unserer Runde sitzt, dessen Name so sehr mit der Rente verknüpft ist, wie wohl sonst keiner in Deutschland. Dr. Norbert Blüm ist mit uns dabei, Publizist und ehemaliger Politiker. Saß lange im Bundestag und war fast genauso lange Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung und müsste vom Alter her längst in Rente sein. Ist es aber doch nicht so ganz, worüber wir uns sehr freuen. Herzlich willkommen in unserer Runde, Herr Dr. Blüm. Annette Wagner ist mit dabei. Sie ist Sozial- und Medienpädagogin und sehr nah dran an denjenigen, die heute schon unter Altersarmut leiden bzw. davon betroffen sind. Sie arbeitet nämlich beim Caritas-Zentrum in Garmisch-Partenkirchen, wo man genauso Lebensmittel bekommt, die man sich zur Hilfe abholen kann, wie auch Beratung zur Existenzsicherung. Frau Wagner, schön, dass Sie mit dabei sind. Und komplett wird unsere Runde durch Dr. Frank Weites. Er ist der Vorsitzende des Vorstandes der Versicherungskammer Bayern. Das ist bundesweit der größte Versicherer und inzwischen der siebtgrößte Erstversicherer in Deutschland. Und er ist Verbundpartner der Sparkassenfinanzgruppe. Ich freue mich, dass Dr. Weites mit dabei ist. Gerne. Herr Dr. Blüm, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Haben Sie sich Ihr Alter so vorgestellt, dass Sie immer noch auf Bühnen sitzen und über die Rente reden? Ja, einmal Sozialpolitiker, immer Sozialpolitiker. Bitte? Einmal Sozialpolitiker, immer Sozialpolitiker. Einmal, okay, kommt man nicht mehr raus. Und Gott sei Dank, ich bin ja kein anderer Norbert Blüm, weil ich kein Amt mehr habe. Ich bin immer noch derselbe. Sie werden es kaum glauben. Das freut uns sehr. Würden Sie denn Ihren berühmten Satz heute noch wiederholen? Den kann ich noch mal wiederholen. Ich fürchte, er wird auf meinem Grabstein stehen. Man machen sich keine zumindest Hoffnung. Die Krücken heißen nicht, dass ich das bald so weit ist. Ich bin noch relativ. Ja, ich verteidige den Satz. Die Rentenversicherung hat es nicht verdient, so matig gemacht zu werden, wie es über lange Zeit geschehen ist. Es bessert sich ja jetzt. Diese Rentenversicherung hat alle Krisen der letzten 100 Jahre überlebt. Zwei Weltkriege, Inflation, als der Eisenhower, Oberbefehlshaber der Alliierten, Deutschland betreten hat, soll er gesagt haben: Jetzt verstehe ich die Deutschen, die Städte sind zertrümmert, die Fabriken liegen am Boden, aber die Rente wird gezahlt. Das ist, und ich meine, in diese Verlässlichkeit, die verteidige ich. Freilich wird die Rente nicht vom lieben Gott finanziert. Wie hoch die Rente ist, das hängt davon ab, welchen Beitrag wir bezahlen wollen. Und wenn die Bevölkerung zurückgeht, dann werden diejenigen, die geboren werden, die Beiträge ihrer nicht geborenen Zeitgenossen mitbezahlen müssen. Es ist eine Lebenslüge zu glauben, man könnte Demografie wegreformieren. Da kann in Berlin regieren, wer will. Demografie ist Demografie. Dennoch glaube ich, das Hauptproblem, ob wir genügend Arbeit haben. Selbst wenn die dreifache Zahl von Kindern geboren würde, aber die Kinder morgen keine Arbeit hätten, wäre gar nichts gewonnen. Wenn die Kopfzahl der Geburten über die Rentensicherheit allein entscheiden würde, dann müssen in Indien, am Amazonas, im Kongo eine hervorragende Alterssicherung haben. Haben sie nicht, weil sie keine ergiebige Arbeit haben. Also heißt das Hauptproblem, und das ist die große Herausforderung, das Hauptproblem: Arbeit für alle und erträgliche Arbeit. Wie schaffen wir es im technischen Fortschritt, Arbeit für alle, oder haben wir resigniert? Ich meine, dieses Programm bedingungsloses Grundeinkommen, das ist eine Resignation vor dem Recht des Menschen auf Arbeit. Auf diesem Recht bestehe ich. Und nur zur Rentenversicherung, ich halte sie auch deshalb für eine geniale Erfindung, weil sie, auf die Idee muss erstmal einer kommen, in dem Maß, in dem die Jungen für die Alten zahlen, in dem Maß haben sie Anspruch, proportional von der nachfolgenden Generation behandelt zu werden.
Das ist die geniale Verknüpfung mit Selbstvorsorge, für sich sorgen, indem man für andere sorgt. Und wenn Sie mich fragen, ist das das große Problem unserer Zeit, wie wir den Laden zusammenhalten. Generationen zusammenhalten, Klassen zusammenhalten, Länder zusammenhalten. Ihr Motto gemeinsam trifft die Zeitfrage. Wie wir nicht auseinanderfallen in Einzelgänger, so nach dem Motto, wenn jeder für sich sorgt, ist auch für alle gesorgt. Das ist nicht das Motto der Rentenversicherung. Und jetzt zur Privatversicherung. Herr Dr. Blüm, Sie kommen noch mal dran. Ich würde jetzt erst gerne mal die andere mit ins Boot holen. Herr Dr. Tiede, Sie sind in unserer Runde sozusagen der Mann der Hochrechnung. Schon heute ist es ja ein bisschen schwierig mit dem Generationenvertrag. Es ist schon jetzt ein Zuschussgeschäft, weil es nicht ganz reicht. Wenn Sie nach vorne gucken, wie lange glauben Sie, dass diese Rechnung zumindest noch so einigermaßen aufgeht? Die jungen Zahlen für die Alten. Ja, ich hätte ja eben Herrn Blüm noch jede Menge weiterreden lassen können, denn er sagt ja genau das, was ich auch gesagt hätte. Nur nicht mit so schönen Worten natürlich. Nein, ich würde Ihnen, ich würde Ihnen auch durchaus widersprechen. Also es ist nicht so, dass es heute nicht reicht, im Umlageverfahren die Renten zu finanzieren. Ganz im Gegenteil. Im Augenblick, das ist zum erheblichen Teil natürlich geschuldet der guten Wirtschaftssituation, im Augenblick bekommen wir Jahr für Jahr mehr an Einnahmen, als wir ausgeben. Wir haben den Beitragssatz ja in den letzten Jahren immer wieder gesenkt, weil einfach mehr reinkam, als wir brauchen zur Finanzierung der Renten. Und wir hätten ihn jetzt auch weiter gesenkt in diesem Jahr, wenn der Gesetzgeber nicht gesagt hat, ihr dürft ihn nicht mehr senken. Ansonsten wäre der Beitragssatz dieses Jahr wieder gesunken. Also im Augenblick stehen wir ausgesprochen gut da, auch in der Generationenbilanz. Im Augenblick bekommen wir deutlich mehr an Einnahmen, als wir brauchen für die Finanzierung. Aber jetzt kommen die Babyboomer. So. Das ist natürlich richtig. Der demografische Wandel, der ist zwar schon im Gange, es ist nicht so, dass der erst bevorsteht. Also wir haben auch gerade kurz vorher noch mal kurz gesprochen, die Zeit vor der deutschen Einheit, Mitte der 80er Jahre, da hatten wir eine deutlich günstigere demografische Situation als heute, wenn wir nur die Köpfe zählen. Die unter 60-Jährigen bezogen auf die über 60-Jährigen und umgekehrt. Da sind wir heute deutlich schlechter. Trotzdem stehen wir finanziell in der Rentenversicherung deutlich besser da als damals. Und das liegt im Wesentlichen an zwei Elementen. Zum einen an der wirklich guten Wirtschaftsentwicklung. Hat keiner erwartet, dass wir jetzt in den letzten Jahren so günstig dastehen. Jedes Jahr wieder. Unsere Schätzungen immer am Anfang des Jahres sagen, nur am Ende wird es vielleicht nicht mehr ganz reichen. Jedes Mal sagen wir am Ende, erstaunlich, wir hätten den Beitragssatz tiefer senken können. Und zum Zweiten muss man auch sagen, wir haben natürlich auch in Deutschland viele Reformen gemacht. Beginnen mit der 92er Rentenreform bis hin zu der 2005er Altersgrenzenanhebung, 2007er. Also da ist echt viel passiert in Deutschland, wirklich viel passiert. Nicht alles muss jeder gut finden, aber es ist viel passiert. Die Politik hat viel getan. Aber wie lange reicht das jetzt noch? Das ist genau der Punkt. Wie geht das weiter? Und da sehen wir, dass wir in den nächsten 20 Jahren schon noch ein Anstieg des Beitragssatzes erwarten werden. Also unsere Schätzungen gehen so ganz vorsichtig in Richtung auf 22%, 23% vielleicht. Das ist deutlich mehr als heute. Das ist aber auch deutlich weniger, als wir zu Beginn der 90er Jahre erwartet haben, was wir denn in Zukunft mal zahlen. Und wir haben, das ist natürlich der zweite Punkt, wir haben natürlich ein Stück weit diese gute finanzielle Situation der Rentenversicherung und auch, wie ich finde, die Sicherheit, dass das auch in Zukunft funktionieren wird finanziell, dadurch erkauft, dass wir gesagt haben, die Renten steigen nicht mehr so stark wie sonst. Also die Renten steigen nicht mehr so stark, wie die Löhne steigen. Das war, ist der Grundsatz, einer der Grundsätze dieser Reform. Und das führt natürlich dazu, dass wir möglicherweise in Zukunft weniger Finanzierungsprobleme in der Rentenversicherung haben, als vielmehr Versorgungsprobleme im Alter. Das ist das Thema, was wir sicher auch gleich ansprechen werden. Und von daher glaube ich, Rentenversicherung ist immer so eine Wippe. Einerseits muss man sicherstellen, dass die Menschen ausreichend haben. Und andererseits muss man sicherstellen, dass das finanziert werden kann. Und diese Wippe, die geht mal ein bisschen mehr nach dahin, mal ein bisschen mehr nach dorthin. Aber wichtig ist, sie einigermaßen im Einklang zu halten. Und ich denke, das ist in den letzten Jahren immer ganz gut gelungen. Und ich habe auch gute Hoffnung, dass das in Zukunft gelingt. Man muss wieder austarieren. Frau Wagner, wenn Sie Herrn Dr. Tiede so zuhören, das klingt ja alles ganz positiv. Wie blicken Sie denn in Ihre Zukunft, in Ihr Rentendasein? Werden Sie gut versorgt sein? Was glauben Sie? Ich? Persönlich. Jetzt bin ich 52 und ich habe drei Kinder.
Eine Zeit lang habe ich auch nicht gearbeitet wegen der Kinder. Ja, und dann habe ich auch noch einen Beruf im sozialen Bereich, der sicherlich auch nicht besonders gut gezahlt wird im Verhältnis zu manch anderen Berufen, in denen hauptsächlich Männer arbeiten. Und ich vermute jetzt oder ich bin mir sehr sicher, dass meine Rente definitiv nicht sehr hoch ausfallen wird. Das ist so. Das ist eine Tatsache. Und das ist bei uns im ländlichen Bereich gerade Frauen werden sicherlich dieses Problem viel mehr haben, also auch gerade mein Alter, die Babyboomer, werden das so erleben. Ich habe erst kürzlich mit anderen Frauen in meinem Alter gesprochen und das Problem sind Kinder, dann Scheidung und gerade so für Sachen wie Versorgungsausgleich, also eine Frau, die ich kenne, musste das ihrem Mann dann zahlen, kann also grundsätzlich davon ausgehen, dass sie Grundsicherung beantragen muss und die Frage für sie einfach nur besteht, soll ich jetzt eigentlich noch arbeiten? Mir macht meine Arbeit eigentlich Spaß, aber letztendlich kann ich keine Rente erwarten, mit der ich leben kann. Ja. Das sind dann keine so schönen Perspektiven. Ja. Nun habe ich auch gerade schon die Studie von Ernst & Young ins Gespräch gebracht, dass sich viele Deutsche fürchten, dass es nicht reicht im Alter zum Leben. Herr Dr. Weites, eigentlich müssten doch daher die Leute Ihnen die Bude einrennen und nach privater Vorsorge fragen. Ja, genau so ist es aber auch. Ich kann hier als Versicherer für die Sparkassengruppe und die Sparkassenversicherer sprechen. In der Tat ist es so, mit einer Kundenreichweite regional von 50% der Bevölkerung in den Regionen sind wir sehr nahe bei den Menschen und auch bei deren Probleme. Und wir haben jetzt sehr viel über die erste Säule gesprochen, nämlich die staatliche Rente, die sicher ist. Das gilt aber auch für den privaten Teil bei uns. Ich meine, mein Haus ist über 200 Jahre alt. Und die Sparkassen sind auch 200 Jahre alt. Das heißt, wir haben ähnliche Verlässlichkeitsfaktoren, was den Bestand und die Zusagen anbelangt. Die erste Säule, die staatliche Säule, bin ich auch der Meinung, ist sicher, aber nicht das Niveau. Das Problem ist, immer dann, wenn ich umlagefinanziert bin und ich habe weniger in der Umlage, sondern weniger Menschen, die bezahlen, um mehr Alte zu versorgen, sinkt das Niveau. Ich habe aber eine betriebliche Altersvorsorge als zweite Säule und eine private Altersvorsorge als dritte Säule. Und da sind wir Teil der Lösung. Wir sind hier der Anbieter und deswegen beraten wir sehr viel. Also wir haben sehr, sehr viele Kunden, die nachfragen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass die Einkommenslücke vom Einkommen oder die Versorgungslücke und Alterslücke vom Einkommen auch abhängt. Und wenn das Einkommen bescheiden ist und Sie viel für Lebenshaltung und Wohnen ausgeben müssen, schwinden auch die Chancen, die Anteile, Kapitalstücke zu bilden. Faktor, im Alter müssen Sie in jungen Jahren sparen, damit Sie im Alter sozusagen Kapitalstücke aufbauen. Sie können ab einem bestimmten Alter, das wissen Sie, nicht mehr das nachholen, was Sie in jungen Jahren eben nicht an Kapitalstück gebildet haben. Nun kenne ich aber auch viele, die finden das gar nicht sexy, sich mit der Rente zu beschäftigen und schieben das ganz weit weg und stellen dann wahrscheinlich später erst fest, hupsala, ich bin gar nicht gut genug abgesichert. Deswegen sind solche Veranstaltungen wie heute hier wichtig. Aber wenn Sie jetzt in den Medienwald gehen, die beste Werbung ist aktuell die Politik und die Nachfolgeregierungen von Herrn Blüm. Das ist die beste Werbung für die private und betriebliche Altersvorsorge derzeit. Allein die Diskussion führt schon dazu, dass man sich ernsthaft damit befasst. Und es gibt Lösungen, es gibt viele Lösungen im staatlichen Bereich, aber es gibt auch viele Lösungen und Angebote im privatwirtschaftlichen Bereich. Und für diese Lösungen steht die Beratung bei den Sparkassen und bei den öffentlichen Versicherern. Aber bevor wir jetzt nochmal konkreter auf die Lösung eingehen, wollten Sie dazu was sagen? Würde ich nämlich gerne nochmal auf die Altersarmut eingehen. Faustregel, wie hoch muss die Rente sein? Da kann man sich drüber streiten. Meine Faustregel ist, wer ein Leben lang gearbeitet hat, muss eine höhere Rente bekommen als derjenige, der nicht gearbeitet hat, zur Sozialhilfe geht. Die Rente muss höher sein als die Sozialhilfe. Es muss sich lohnen zu arbeiten. Also für mich war das Arbeiten nicht immer nur Spaß. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Man muss die Faulheit bestrafen oder den Fleiß belohnen. Aus frühkindlichen Erlebnissen ziehe ich die Belohnung der Bestrafung vor. Also müssen wir Anreize schaffen, dass Arbeit sich lohnt. Und deshalb muss eine Rente höher sein als eine Sozialhilfe. Und ich will noch dazu sagen, damit niemand meint, die Rente könnte alles lösen. Von Hungerlöhnen entstehen keine Luxusrenten.
Und die Rentenversicherung kann nicht eine verfehlte Tarifpolitik auch noch wettmachen. Wir müssen nämlich Acht geben, dass die Rente nicht der Lastesel für alle sozialen Probleme wird. Die Rente ist nicht für alles zuständig. Familienpolitik, alles. Nein, die Rente ist Alters- und Invaliditätssicherung. Darauf muss sie begrenzt bleiben. So, gut. Nun ist aber nicht jedes Problem, was vielleicht ein jeder hat, auch selber verschuldet. Frau Wagner, vielleicht können Sie mal ein bisschen aus Ihrem Alltag erzählen. Die Menschen, die Hilfe suchen bei Ihnen im Caritas-Zentrum. Was sind das so für Biografien? Was hat Altersarmut für Gesichter? Ja, also das ist jetzt ein ländlicher Bereich, ja, kann man sagen. Da gibt es unterschiedliche Biografien, also zum Beispiel viel selbstständige Menschen, die so kleine Betriebe haben, sei es also der Geschäftsmann, der vielleicht ein Geschäft für Geschenke hat, im 2007 dann plötzlich den totalen Einbruch erlebt und kein Einkommen mehr generieren kann und von daher dann tatsächlich an seine Lebensversicherung geht. Und letztendlich bleibt nichts mehr übrig, wenig Rente, fast nichts mehr übrig. Und derjenige, der ein Leben lang gearbeitet hat und erfolgreich auch als Geschäftsmann war, muss jetzt plötzlich mit Grundsicherung umgehen. Das Problem ist dabei, dass es dann wirklich einen sozialen Effekt hat. Also die Leute ziehen sich zurück. Es ist wahnsinnig schambesetzt. Man möchte nicht darüber sprechen. Man möchte auch eigentlich keine Leistungen beantragen, weil Grundsicherungsleistungen sind sehr, sehr schambehaftet, im ländlichen Bereich insbesondere. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Biografien, wo es eher so im Niedriglohnsektor verankert ist. Also wir haben ja auch noch Landwirtschaft, also es gibt tatsächlich als Beispiel nur den 80-jährigen Knecht, der 300 Euro Rente erhält, oder auch dann die Hotellerie, also gerade der Bereich dann auch, wo vielleicht noch junge Frauen dann arbeiten und auch einfach keine Rente großartig ansparen können, weil es einfach zu wenig der Verdienstmöglichkeiten gibt. Also man kann durchaus sein Leben lang fleißig gewesen sein und am Ende dann aber doch mit sehr wenig Geld dastehen. So ist es und das ist genau das, was Sie sagen. Also es muss wirklich so sein, dass es ein Anreiz bleiben muss. Arbeit, aus der ziehe ich eine Zufriedenheit. Ja? Ich habe Anerkennung, es sind soziale Sachen, die ich daraus ziehe, soziale Kontakte pflege nach außen hin und ich muss arbeiten, um eigentlich nachher mit meinem Leben zufrieden zu sein. Ja? Und wenn ich dann einfach kein Geld mehr dafür bekomme, dann ist es sehr ungerecht und frustrierend. Ja? Und wenn ich einmal drin bin in der Altersarmut, habe ich ja eigentlich auch wenig Hoffnung, dann da wieder rauszukommen, ne? Genau. Wenn ich dann einmal da. Also das ist das, was Sie sagten, wenn ich am Anfang gleich, also ich habe wenig Chancen, wenn ich von Anfang an nicht schaue, dass ich einen bestimmten Verdienst habe, ja, oder bestimmte Einkommensarten bekomme, weil ich komme nachher nicht da mehr raus. Das ist, bin ich einmal drin, dann ist die Spirale am Ende und ich bleibe da drin, ja. Gucken wir noch mal kurz darauf, wen das eigentlich alles betrifft in Deutschland. In dem 5. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung steht ja, dass 15,7% der Deutschen arm sind. 13 Millionen sind das und laut WHO gilt als arm, wer weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens hat. Ja? Und als armutsgefährdet, wer weniger als 60% hat. Das waren 2016 969 Euro. Und die Frage ist jetzt, wie viele Rentner betrifft das denn eigentlich schon? Ja, die Frage ist sehr gut, weil die Frage auch darauf abzielt, dass eigentlich gar keine klare Definition dafür da ist, was Armut ist. Natürlich gibt es, die Wissenschaftler finden für alles Definitionen, gibt es viele unterschiedliche Definitionen, aber die sind nicht alle gleich. Die Sie nannten, sind zwei von den möglichen. Das ist diese Armutsrisikoquote, die ist relativ komplex ermittelt. Also wer die mal ausrechnen möchte, das ist nicht so leicht. Das ist nicht einfach nur 50 oder 60% vom Durchschnitt, sondern da geht es um den Median, nicht um den Durchschnitt. Da geht es um Äquivalenzgewichtung, also da hängt schon ein bisschen was dran. Daneben gibt es die Anzahl derjenigen, die Grundsicherung beziehen. Das ist vielleicht zumindest das, wo als Verwaltungsmensch man sagen würde, das ist eine griffige Zahl. Da weiß man,
der kriegt die Leistung oder die kriegt die Leistung. Und es gibt eine Reihe von anderen Zahlen. Wer ist das, fragen Sie zu Recht. Ich glaube, da haben Sie schon ganz vieles gesagt. Also das sind die Gruppen, die Sie genannt haben. Die kommen schon häufig vor. Kleine Selbstständige, die entweder in ihrer Erwerbsphase keine Alterssicherung aufgebaut haben oder sehr wohl eine aufgebaut hatten, die aber zur Erhalt ihres Geschäfts einsetzen mussten. Solche Fälle sind gar nicht so selten. Das ist eine Gruppe. Eine zweite Gruppe sind Langzeitarbeitslose. Da haben wir ein echtes Problem. Die dritte Gruppe sind Menschen, die lange Zeit im Niedriglohnsektor gearbeitet haben. Da ist durch den Mindestlohn, glaube ich, jetzt einiges in Bewegung gekommen. Aber da ist ein Problem. Und das ist jetzt etwas, wo wir als Rentenversicherung aufpassen müssen. Erwerbsgeminderte. Menschen, die vorzeitig erwerbsgemindert werden, haben eine ausgesprochen hohe Armutsquote. Ja. Und die haben im Alter ja auch nicht mehr als in ihrer Erwerbsunfähigkeitsphase. Das ist übrigens auch ein ganz großes Problem mit der privaten Zusatzvorsorge. Die private Zusatzvorsorge ist in aller Regel auf die Alterssicherung ausgerichtet, nicht auf den Fall der Erwerbsminderung. Wenn wir aber wissen, dass ein erheblicher Teil, ich würde mal sagen mindestens 20% derjenigen, die im Alter arm sind, deswegen arm sind, weil sie vorzeitig erwerbsunfähig wurden, dann ist da ein Problem in der Zusatzvorsorge. Und noch ein letzter Punkt vielleicht. Wir haben eine Studie gemacht, vor zwei Jahren, glaube ich, um mal zu sehen, wer ist denn das, der da jetzt in der Grundsicherung, das sind Grundsicherungsauswertungen, dann, wer heute in der Grundsicherung ist. Da kommt zum einen raus, etwa ein Drittel der Menschen, die heute Grundsicherung beziehen, waren nie in ihrem Leben erwerbstätig, zumindest nicht in Deutschland erwerbstätig. Und die zweite wichtige Zahl, drei Viertel von denen, die mit Eintritt ins Alter, also mit Erreichen der Regelaltersgrenze, Grundsicherung im Alter beziehen, haben auch davor schon Grundsicherung bezogen. Entweder wegen Erwerbsminderung oder als Hartz-IV-Leistung oder als Sozialhilfeleistung, also in irgendeiner Form mit 64, sage ich mal, haben die auch Grundsicherung bezogen. Und als sie dann über die Regelaltersgrenze kamen, kriegen sie Grundsicherung im Alter. Das bedeutet aber, die Armutsbekämpfung, die Bekämpfung von Altersarmut muss viel früher ansetzen als im Alter. Die muss in der Erwerbsphase ansetzen. Und davor. Ja. Zur Erwerbsminderung, darf ich dann aber? Ich finde die Bedeutung dieser Erwerbsunfähigkeitsrente, die wird zunehmen. Denn wenn wir die Altersgrenze anheben, dann wird natürlich der Teil derjenigen, die es nicht schaffen, bis an die Regelarbeitsgrenze erwerbstätig zu sein, zunehmen. Also diesem Problem müssen wir aus meiner Sicht größere Bedeutung zumessen. Und das hat auch wieder was mit dem Rentenniveau zu tun. Wenn ich das Rentenniveau so niedrig halte, wie es sich jetzt anschickt bis 2030, dann hat einer wenig Chancen, früher auszuscheiden, wenn er nicht mehr kann, weil der Abschlag für ihn nicht verkraftbar ist. Also muss das Rentenniveau so hoch sein, dass ich mir auch leisten kann, nicht Erwerbsunfähigkeit zu beantragen, sondern früher in den Ruhestand zu treten. Was ich im Übrigen auch für einen Gewinn an Freiheit halte, dass ich meinen dass ich den Anfang meiner Rente selber bestimme. Mein Vater, der konnte gar nicht früh genug, der hat die letzten zwei Jahre immer davon geredet, wann er jetzt endlich 65 ist und in die Rente gehen kann. Als er dann endlich in der Rente war, war der für meine Mutter unerträglich. Weil er war das gar nicht gewohnt. Der hat 45 Jahre malocht, immer, die Maschine hat immer gelaufen, immer Vollpulle gelaufen. Und jetzt kommt da so ein Renten und macht da wie ein Hackebeil Schluss. Die Menschen sind doch keine Maschinen, die kannst du nicht anschalten und abschalten. Also müssen wir auch sachte Übergänge in das Rentensystem einführen. Und zwar nicht nur theoretisch, es muss auch wirklich möglich sein. Auch rein praktisch möglich sein. Ja, Frau Wagner. Eine Sache, die würde ich gerne noch erwähnen, dass die Grundsicherung, und viele betrifft es ja, dass sie knapp über der Grundsicherung liegen und keine Leistungen erhalten. Und gerade das ist auch eine große Gruppe, die sicherlich mit Altersarmut zu kämpfen hat. Und die Gruppe derjenigen, die in Pflege müssen. Also diejenigen, die dann tatsächlich gepflegt werden und vielleicht ein Vermögen haben, das muss dann aufgebraucht werden, bis zu einem gewissen Satz, und das betrifft sehr, sehr viele mittlerweile, weil Pflege einfach sehr, sehr teuer ist. Ja, ja, und das frisst relativ schnell sehr viel Geld auf, das habe ich bei meiner Oma und meinem Opa gesehen. Ja. Ja.
definitiv. Wenn ich jetzt zu Ihnen komme, Herr Dr. Waltes, wie berechnen Sie denn mein Risiko, in Altersarmut zu enden? Also zunächst einmal kann ich Ihnen eine gute Nachricht mitgeben. Sie werden 7 Jahre länger leben, als Sie denken. Ja? Also das ist mal die gute Nachricht. Dann kommt natürlich der Vergleich mit der Speisekammer. Also wenn Sie in jungen Berufsjahren die Speisekammer nicht füllen, wenn Sie tatsächlich im Alter, wenn 7 Jahre länger ist, als Sie denken, wird es ein Thema werden. Sie müssen immer berücksichtigen, wir reden gerade, Sie haben Ihre Eltern zitiert, ich kann das auch tun, meine Mutter hat letzte Woche 80. Geburtstag gehabt. Wir haben genau Diskussionen über Versorgen und Alter, oder meine Tochter ist Sozialpädagogin, die erlebt es gerade auch in diesen gesellschaftlichen Kreisen. Das Thema ist, wir müssen trennen zwischen, was ist Altersvorsorge bezogen mit Erwerbseinkommen und was ist Sozialtransfer bezogen auf soziale Altersabsicherung. Und bezogen auf diejenigen, die Erwerbseinkommen erzielen, lebt die heutige Rentnergeneration 20 Jahre länger im Rentenbezug, als ich geboren worden bin. Ich bin jetzt Jahre 63. Das heißt, diese 20 Jahre wollen auch finanziert werden, plus die 7 Jahre, die jeder subjektiv länger lebt, eben als er denkt. Und dann kommen Rentenbezugszeiten von über 25 Jahren raus. Und Kapitalstöcke, die sich nicht mehr verzinsen, haben ein Thema, weil die schmelzen einfach ab, wie die Speisekammer, die nicht mehr befüllt wird. Deswegen ist es wichtig, dass Sie neben der staatlichen Rente, die natürlich auch lebenslang gezahlt wird, eine Biometrierente haben, also aus einer Versicherungslösung, und natürlich ein Sparpaket, damit Sie sozusagen einen Kapitalstock bilden. Diese Thematik, und die genau, die beraten wir. Wir kommen natürlich von einer Lücke, aber eine Lücke hängt mit dem Anspruch zusammen und mit der Vorstellungskraft und Welt. Und das ist sehr subjektiv und unterschiedlich. Aber was immer bleibt, ist eine Lücke neben der ersten Säule. Die Hauptsäule wird nicht mehr langen, um den Lebensalter mit all den Wünschen, die Sie vorhin formuliert haben, überhaupt nur ansatzweise zu finanzieren. Aber davon kann man schon mal fest ausgehen. Das ist so. Und deswegen muss man neben der staatlichen Rente auch betrieblich und privat vorsorgen. Und staatlicherseits wird ja auch viel getan für private Anreize. Ich erwähne jetzt hier nur nach Herrn Blüm Riester, die Riester-Rente. Viel gescholten, natürlich ist sie kompliziert, aber das ist der größte Verkaufsschlager schlechthin in der privaten Zusatzversorgung, um staatliche Absenkungen auszugleichen. Wir haben 16,5 Millionen Riester-Produkte im deutschen Markt verkauft. Der Volkswagen, den jeder kennt, jeder hat eine Erinnerung an VW Käfer, jeder weiß das. Da haben wir auch nur 16 Millionen produziert in Deutschland. Man muss es mal bitte wieder auf die Relation bringen. 16 Millionen Riester-Produkte haben ein ähnlich positives und gutes Image wie der Käfer und der Volkswagen und ist ein Garant zum Ausgleich des Absenkens einer staatlichen Rente. Das hat nicht Herr Blüm veranlasst, das waren die Nachfolgeregierungen. Der demografische Faktor zwingt uns aber dazu anzuerkennen, dass die staatliche Säule nicht stabil genug ist, um alles zu tragen, was wir hier zumuten. Deswegen brauchen wir betriebliche und private. Aber 5% von diesen 16,6 Millionen Riester-Verträgen werden ja gar nicht mehr aktiv bespart. Also so ganz so sexy scheint es ja doch nicht zu sein. Also wie motivieren Sie die Menschen? Ich stelle mir das relativ schwierig vor, tatsächlich in diese ganzen privaten Säulen einzusteigen, also Riester, und dran zu bleiben. Riester ist ein Produkt, ist ja nicht sozusagen von der Versicherungs- und der Bankenwirtschaft entwickelt, sondern ist ein staatlich entwickeltes Produkt und deswegen äußerst kompliziert. Das Produkt ist sozusagen für eine Wählerschicht gemacht und nicht für eine Kundengruppe. Das Produkt hat Auflagen, das ist sehr kompliziert im Nachführen, das sozusagen ähnlich wie im Bausparen, wir haben auch den Bausparriester. Das macht den Menschen keine Freude. Es gibt Gott sei Dank aber zu Riester Alternativen. Ich kann jetzt für die Selbstständigen nur Rürup erwähnen. Rürup-Rente ist ein ähnliches Produkt wie Riester, aber für Selbstständige. Aber es gibt auch andere Bausteine. Entscheidend ist, dass Bausteine überhaupt bedient werden. Entscheidend ist, dass erkannt wird, dass ich zur Erwerbszeit Geld nicht konsumiere, nicht ausgebe, sondern für die Altersvorsorge gewidmet zurücklege. Das ist das Thema. Und ich bin ganz ehrlich, diese 5%, die beraten wir, da fragen wir nach, da sind wir ja im Dialog. Aber staatlicherseits ist das Riester-Produkt schon sehr kompliziert gemacht, damit auch Gerechtigkeitsaspekten und anderen genügt. Da würde ich mir eine Vereinfachung wünschen, aber Riester kann man nicht schlecht reden. 16,5 Millionen Stücke in der letzten Dekade, das ist herausragend erfolgreich. Aber es betrifft natürlich auch nur all jene, die genug Geld haben, um tatsächlich aktuell vorzusorgen. Das sind ja auch viele, die zu Ihnen kommen, die sich finanziell beraten lassen, auch was die Altersvorsorge angeht.
Ja, also finanziell beraten jetzt direkt nicht. Das macht dann bei uns die Schuldnerberatung. Also wir haben da einen extra Bereich dafür. Aber dann ist es ja eigentlich auch schon zu spät. Also das ist so die Krux, dass ältere Menschen es gewöhnt sind, einen großen Druck auszuhalten. Das heißt, ich schaffe das schon, ich mache das schon, ich schaffe das alleine und ich möchte auch nicht die staatlichen Strukturen anzapfen. Ja? Und das ist so eine Grundtendenz, die ich so erlebe im ländlichen Bereich. Und letztendlich ist es dann tatsächlich einfach schon sehr, sehr viel zu spät, wenn die Leute zu uns in die Schuldnerberatung kommen. Ja, das ist so. Dann also, ja, ist der Zug schon abgefahren, ja. Zur Riesterrente, also ich gönne jedem seine Riesterrente und es ist auch richtig, dass die gesetzliche Rente Ergänzung bedarf, Ergänzung, nicht Ersatz, betriebliche Riesterrente. Nur wie die gekoppelt wurde, die Riesterrente mit der gesetzlichen, das ist Fusch, ausgesprochen Fusch. Denn das Rentenniveau ist gesenkt worden mit einem Riesterfaktor, mit der Begründung, es gibt ja eine Riesterrente, aber es haben doch gar nicht alle Riesterrente. Also zahlen diejenigen, die keine Riesterrente haben, die zahlen mit und die tragen mit die Last für die Riesterrente. Das ist ein Solidaritätsbegriff, der ist relativ originell. Die Schwachen zahlen für die Starken. Also auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Und nochmal, ich glaube, wenn ich Sparkassenstrategie zu machen hätte, dann heißt das Ergänzung und nicht Ersatz. Sie haben nämlich mit der Riesterrente keine Antwort auf Erwerbsunfähigkeit. Sie haben keine Antwort auf Langzeitarbeitslose. Sie sind alles die Kandidaten, die mal in Altersarmut leiden. Meines Erachtens nach muss man der betrieblichen und der privaten viel Spielraum geben und wenig vom Gesetzgeber reinreden. Aber wenn Sie natürlich ersetzen, die Rentenversicherung, wenn Sie einen Teil der dann muss der Gesetzgeber natürlich dafür sorgen, dass sie die gleiche Sicherheit hat wie Rente. Also Sie müssen wählen, wollen Sie Geld abholen, dann lassen Sie sich vom Staat drangsalieren oder wollen Sie Ihre eigentliche Stärke, nämlich Ihre eigentliche Stärke ist, Lücken zu entdecken, originell zu sein, Flexibilität zu haben. Ich meine, das Leben wird auch immer bunter. Da kann man mit so gesetzlichen Lösungen nicht alles sozusagen vorhersehen. Aber deswegen brauchen Sie Freiheit und wenn natürlich die Riesterrente ein Teil der gesetzlichen Rente ist, dann dürft ihr euch nicht beschweren, wenn der Gesetzgeber aus der Riesterrente ein Monstrum gemacht hat. Da brauchen Sie eine ganze Behörde, die da kontrolliert, was genehmigt ist und was nicht genehmigt. Das ist eine Zweckentfremdung der Privatversicherung. Jetzt verteidige ich die Privatversicherung. Aber Herr Doktor, das machen Sie richtig. Aber darf ich mal ganz kurz, Herr Dr. Tiede, braucht es nicht aber auch so staatliche Unterstützung noch hin zu der privaten Vorsorge, damit sie überhaupt in Gang kommt? Ich bin da, glaube ich, ganz dicht bei Herrn Blüm. Ich glaube, man muss wirklich sehen, wenn die private Vorsorge ein Teil der Lebensstandardsicherung sein will und soll, dann muss sie natürlich auch bestimmten Regeln entsprechen, die diese Lebensstandardsicherung ausmachen. Also zum Beispiel im Augenblick wird ja ganz intensiv diskutiert, nicht bei Riester, sondern in anderen Bereichen braucht es Garantien oder sind Garantien nicht zu teuer in der Privatvorsorge. Ja. Ich meine, wenn Privatvorsorge Teil der Lebensstandardsicherung sein soll, dann muss sie Garantien haben. Ja. Anders ist das keine Lebensstandardsicherung. Wenn ich aber sage, ich kann Garantien nicht mehr realisieren am Markt, dann muss ich so ehrlich sein und sagen, dann bin ich ein schönes Tüpfelchen obendrauf oder vielleicht auch ein großer Sahneberg obendrauf, aber ich kann nicht Teil der Lebensstandardsicherung sein. Was ich bei Riester gut finde, wirklich gut finde, das ist, dass die Förderung grundsätzlich so gestaltet ist, zielorientiert gestaltet ist auf diejenigen, die sich ansonsten Zusatzvorsorge kaum leisten könnten. Kinderreiche, Menschen mit niedrigem Einkommen. Da ist sie nicht so gut angekommen. Bei Kinderreichen schon. Wir haben einen ganz hohen Anteil bei denen mit Kindern, die geriestern, aber bei den Niedrigverdienern nicht so. Aber die Zielsetzung war schon ganz gut. Ich habe ein bisschen den Eindruck, jetzt muss ich ein klein bisschen hier rumstenkern, dass die Produkte nicht immer so intelligent waren. Und da sage ich jetzt nur mal einen Satz. Ich persönlich habe zum Beispiel ein Produkt abgeschlossen, gleich ganz am Anfang, der Sparkassengruppe. Dieses Produkt wird heute nicht mehr angeboten. Das kann ich meiner Tochter heute nicht mehr anbieten, weil das gibt es nicht mehr.
Und ich sage mir, das zeigt, dass ich gut gewählt habe, denn offensichtlich ist das Geschäft, was man damit machen konnte, nicht so groß. Wahrscheinlich landet mehr bei mir von der Rendite, aber im Grundsatz ist das natürlich ein Problem. Wenn die Produktvielfalt, die am Anfang viel zu groß war, jetzt aber so stark zurückschrumpft, ich glaube, wir haben noch knapp 80 Produktinformationsblätter im Augenblick überhaupt nur beantragt, da ist nicht mehr so viel da mit Auswahl und da fragt man sich natürlich schon, der Staat setzt die Rahmenbedingungen, der Staat fördert mit einer ganzen Menge Geld jedes Jahr, was ist mit den Anbietern? Und das ist die Frage, die Sie sich stellen lassen müssen. Also, Herr Dr. Walters, was ist mit den Anbietern? Da würde ich mal ganz kurz insofern nachhaken. Ich hatte vorhin das Beispiel mit dem Volkswagen und mit dem Käfer bemüht. Natürlich würden Sie Ihrer Tochter keinen Käfer mehr verkaufen und Sie können ihn auch nicht neu kaufen. Sie kann mal ein adäquates Nachfolgeprodukt. Wir haben genau diese Produkte. Alles, was Sie gerade ansprechen, deswegen wundert mich das, ist ja bei uns ja vorhanden. Die Biometrie, die Absicherung, die Berufsunfähigkeit ist ja alles vorhanden. Das Schlüsselthema ist, aus Ihrem Haus kommt ein Rentenbaustein über das Lebensversicherungsreformgesetz, Betriebsrentenstärkungsgesetz, die Nahles-Rente, ja? Auch kombiniert wieder mit dem Begriff einer Ministerin. Und warum verkauft sich die Nahles-Rente nicht? Ja, weil da genau die Garantie rausgenommen worden ist. Und wir merken natürlich im Sparkassenlager, dass unsere Kunden Garantiebausteine sich wünschen. Aber man muss auch ehrlich sein, Garantie hat einen Preis. Und deswegen ist es wie ein Regler, man muss die Garantie definieren und dafür natürlich auch einen Preis verlangen. Aber die Produkte, und das ist es eben, wir beklagen uns nicht, dass der Markt an dieser Stelle nicht positiv auf unsere Produkte reagiert. Wir verkaufen ja auch sehr viel vom Sparen über die Versicherungslösungen mit Biometrie und lebenslange Rente. Die Herausforderung ist, eine weite Abdeckung zu erreichen, möglichst viele Menschen dazu zu bringen, in jungen Lebensjahren, in den Erwerbsjahren, eben nicht Konsum und andere Vermögens- oder konsumtive Bausteine sich zu leisten, sondern eben die Vorsorge in den Mittelpunkt zu stellen. Und da müssen wir, glaube ich, alle gemeinsam mehr tun, weil die Wahrscheinlichkeit, eben nicht ausreichend für den Lebensstandard vorgesorgt zu haben, ist ungleich höher jetzt, als wir uns das gerade vorstellen. Aber gepaart mit der positiven Entwicklung, dass wir eben länger leben, dass wir 7 Jahre mehr leben, als wir es eigentlich erwarten aus der familiären Biografie. Und diese 7 Jahre können Sie ja umrechnen, was Sie da an Kapitalstock brauchen oder an Geld oder an Leistung. So, und die staatliche Rente kann immer nur aus dem Erwerbseinkommen der Erwerbstätigen im Umlagesystem finanzieren. Und deswegen haben Kapitalstöcke und kapitalbildende Modelle diese Bedeutung. Wir leben auch jetzt in der verzwickten Zeit. Wir haben die Nullzinsphase. In der Schule haben wir noch Zinseszinsrechnung gelernt. Was war das schön, ja? Sie konnten eine Geldsumme, einen Kapitalstock mit 4% in 20 Jahren, 6% in 15 Jahren verdoppeln. Jetzt brauchen Sie beim jetzigen Zinsniveau 144 Jahre, um Ihren Kapitalstock zu verdoppeln. So alt werden wir jetzt leider nicht. Oder je nachdem. Also, insofern kann ich nur darum bitten, wir brauchen miteinander die Unterstützung, dass es die staatliche Säule gibt, die muss stark, die muss auch flexibel sein. Aber wir ergänzen viele dieser Bausteine. Nur wenn Sie im Erwerbseinkommen zu viel Ihr Einkommen auf zu viele andere Themen legen müssen, wie Wohnen, wie Mobilität, dann wird es echt schwierig, auf 30 Jahre Vorsorgebausteine aufzubauen. Ja, es sind schon noch einige Herausforderungen, die da auf mich zukommen, also auf mich und auf alle anderen. Wir müssen nur so langsam leider zum Schluss kommen. Deshalb würde ich Sie bitten, in einer Schlussrunde noch mal zu sagen, wenn ich an die Rente denke, wünsche ich mir für meine Kinder und für meine Enkelkinder. Was, Herr Dr. Tiede? Erstmal, dass ich Enkelkinder bekomme. Meine Tochter ist bisher noch nicht produktiv gewesen in der Hinsicht. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ja, ich auch. Und dann wünsche ich mir, dass Sie nicht das gleiche Leben haben wie ich. Das werden Sie nicht. Sie werden ein ganz anderes haben, aber dass Sie genauso zufrieden sind mit Ihrem Leben wie ich. Und mit Ihrer Rente? Mit Ihrer Rente, da bin ich ziemlich sicher, mit Ihrem Alterseinkommen werden Sie genauso zufrieden sein, weil diese ganzen Theorien und Thesen, das wird alles schlechter, die glaube ich nicht. Das hätten die Leute nach dem Zweiten Weltkrieg sagen können, meine Eltern, die hätten recht gehabt in dem Glauben, es könnte schlechter werden und es wurde viel besser. Dass wir heute mit unseren fantastischen Voraussetzungen die Angst haben, alles wird schlechter, das ist so ein Kulturpessimismus, dem schließe ich mich nicht an. Man muss sich keine Sorgen machen um die Rente, auch nicht für Ihre Kinder und für Ihre Enkelkinder. Würden Sie das nach wie vor sagen? Das gehört dazu, das gehört zur Wahrheit, denen zu sagen, die Rentenbeiträge werden höher sein als die Rentenbeiträge eurer Großeltern. Und das ist kein Grund zur Katastrophe.
ich will das am Beispiel deutlich machen, ich übertreibe jetzt, 10% haben meine Eltern einen Beitrag gezahlt, meine Kinder, ihre Enkel zahlen 20%, ich runde das jetzt ab, die armen Enkel 20%, die Großeltern haben nur 10% gezahlt. Dennoch ist das verfügbare Einkommen der Enkel höher als beim Großvater und Großmutter. 10% von 100, da bleiben 90 übrig. 20% von 200, da bleiben 160 übrig. Alles ist proportional. Ich bin nicht dafür, dass die Beiträge ins Unermessliche steigen. Aber ich habe etwas dagegen, wenn so gemacht wird, als könnte man Demografie wegreformieren. Das kann man nicht. Es müssen die Jungen, wenn sie eine anständige Rente haben wollen, einen höheren Beitrag zahlen als ihre Großeltern haben, ohne dass sie zusammenbrechen. Und im Übrigen bin ich dann dafür, dass die Private ihre ganze Kreativität aufbringt. Das bunte Leben mit den unterschiedlichen Bedürfnissen kann eine gesetzliche Rente nie auffangen. Die muss von Kiel bis Konstanz alles über einen Kamm scheren. Beitrag haben sie auch zum Teil, dass man in jungen Jahren ein Beitrag niedriger ist. Wenn die Kinder da sind, ist das Einkommen belasteter, dass man später mehr Beitrag zahlt, dass man aussetzen kann, dass man soziale Sicherheit nicht nur auf Rente konzentriert, eine anständige Wohnung ist für das Alter und für die soziale Sicherheit mehr wert als in vielen Fällen als 100 Euro Rentenerhöhung im Alter keine Miete zahlen zu müssen. In der Großstadt Miete zahlen müssen, da kannst du noch so eine hohe Rente haben, da bist du ein armer Mann, eine arme Frau. Also ich wünsche euch viel Kreativität und lasst die gute Rentenversicherung in Ruhe. Die ist nicht euer Konkurrent. Das schafft die Basis für ein System, das Vertrauen für alle schafft. Und darum geht es für alle und nicht nur für ein paar Privilegierte. Herr Dr. Blüm. Frau Wagner, wenn Sie auf die Rente schauen, was wünschen Sie sich für die nächste Generation? Ja, also erstens mal natürlich, dass der Lebensstandard gesichert bleiben sollte. Also ein Rentenniveau, was den Lebensstandard erhält, nach einem Arbeitsleben, nach einem erfüllten Arbeitsleben. Und dann, wie der Herr Blüm schon sagte, dass man kreativ bestimmte Projekte anstoßen sollte, was zum Beispiel Wohnen betrifft, generationenübergreifendes Wohnen. Das heißt, da auch vielleicht in einem Wohnbereich, in einem Quartier extra noch Leute anstellen, die sich um vielleicht bürokratische Dinge kümmern, weil es auch eine große Hürde ist für viele Menschen, zu Ämtern zu gehen und sich da Anträge, also selber Anträge zu stellen. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Und dass man solche Projekte anstößt und das aus bestimmten Initiativen heraus, Ehrenamtsinitiativen, die gerade, wo Frauen halt auch wirklich sehr viel beschäftigt sind, dass man da heraus vielleicht auch politische Entscheidungen dann trifft, eben gerade vielleicht auch im Migrationsbereich. Ich denke, dass da auch zukunftsmäßig uns auch noch einiges erwarten wird. Weil die Migranten, die dann älter werden, was wird damit? Ja, die sind in einem Familienverbund, der sehr eng gehalten ist. Da gibt es Sprachbarrieren und so weiter. Und da ist halt auch die Frage, was passiert denn damit dann letztendlich? Ja, also, die Herausforderungen werden definitiv nicht weniger. Ja, davon kann man jetzt schon mal ausgehen. Ganz genau. Herr Dr. Weites, was wünschen Sie sich bezüglich dessen, dass es eher schwieriger wird als leichter wird für Ihre Kinder und Enkelkinder, was muss passieren? Ja, in der Tat habe ich den Blick natürlich auf die Kinder und die Familie. Ich habe eine Tochter, habe ich schon gesagt, die Große ist 26 Jahre alt, Sozialpädagogik studiert und arbeitet für die Innere Mission. Und wir diskutieren tatsächlich, was ist zu tun, um nicht nur ein glücklich erfülltes Berufsleben zu haben, sondern auch Vorsorge fürs Alter zu treffen. Es scheint ein bisschen kompliziert, das merke ich ja, wenn ich von den drei Säulen spreche und den fünf Durchführungswegen. Entscheidend ist, dass man mehrere Quellen hat im Alter, aus denen man Altersbezug hat, aber dass man gleichzeitig sich während der Erwerbs- und Lebensphase noch so viele Freiräume lässt, ehrenamtlich tätig zu sein, sich engagiert für das Gemeinwohl und die Gesellschaft in dem Bereich, in dem man wirkt und lebt, auch sich zu kümmern und sich auch daran zu erfreuen, dass es einem relativ gesehen dann wiederum
dass man es ganz gut organisiert hat, sein Leben im Vergleich zu denen, die noch Hilfe und mehr benötigen und dort auch die helfende Hand reicht. Also es geht um mehr und wir als Sparkassenorganisation wollen ja auch mehr in der Region. Wir wollen dieses regionale Miteinander, zueinander stehen, nah zueinander sein, aber doch den Wirtschaftsraum zu erhalten. Durchaus auch das Kleinteilige, das Föderale. Und wenn ich beim Föderalen bin, bin ich beim Subsidiären, nämlich was kann ich in der Familie schaffen und wozu brauche ich die größere Organisation. Ich muss also sicherstellen, dass ich viel Dynamik entwickle in dem Kleinteiligen, dass viele der Fragestellungen schon vor Ort gelöst werden können und nicht zentral. Unser Problem als Anbieter von Produkten ist, wir haben zu viel zentrale Vorgaben, Regulatorik, die auf Wähler abzielt und zu wenig Empfehlungen für Kunden. Die Kundenperspektive ist das Thema und der Rentner ist in der Tat ein Kunde und er hat ein Problem und wir haben eine Lösung. Wir wollen also im Prinzip alle, die wir hier sitzen, dasselbe für unsere Kinder und Enkelkinder, ein gutes Auskommen im Alter. Wir müssen halt schauen, wie wir da hinkommen, weil die staatliche Rente alleine wird es vermutlich nicht sein. Ich nehme jetzt mal mit, mir mal anzugucken, ob das bei mir eigentlich alles so richtig ist und trage das auch gerne weiter im Versuch, ein bisschen Begeisterung für das Thema zu wecken, was ja auch vor allen Dingen Ihre Aufgabe ist. Ich möchte Sie gar nicht länger aufhalten, man riecht es schon, ja? Der Duft vom Mittagessen steigt uns in die Nase. Ich bedanke mich sehr für Ihr Kommen und für Ihr Zuhören. Vielen Dank auch an allen vor dem Livestream. Und wenn Sie noch mal nachhören wollen oder es jemandem anders empfehlen wollen, ob er noch mal reinschauen möchte, unter dsgv.de finden Sie dann den Mitschnitt von dieser Runde, aber auch von allen anderen Runden. Ich sage danke, dass Sie alle da waren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und Ihnen jetzt guten Appetit.